Willkommen zu diesem Tutorial. Ich erkläre heute ein paar Basics zur Arbeit mit FreeMind. FreeMind ist eine Freeware zur Erstellung von Mindmaps mit diesem schönen Schmetterling als Symbol. Hier unten sieht man ihn auch nochmal. FreeMind gibt sehr viel beim Layout schon vor. Die Knoten wechseln nahezu automatisch Platz, sodass das Layout möglichst optimal ausgenutzt wird. Es gibt aber noch gelegentliche Bugs und man ist eben auch an diese Vorgaben gebunden. Es ist insgesamt aber ein sehr gutes Programm, um einzusteigen und um sehr zeitersparend Mindmaps zu erstellen. Wir haben hier schon einen ersten Vorentwurf einer Mindmap da. Wir haben das Hauptthema in der Mitte, wie man das gewohnt ist, im Hauptknoten und hier verschiedene Unterknoten. Das erste, was uns auffällt, ist, dass hier und hier jeweils eigentlich ein Oberbegriff für die folgenden Knoten steht. Das heißt, wir möchten diese Knoten gerne zu untergeordneten Knoten machen. Dazu müssen wir sie markieren. Wir klicken den obersten an, drücken auf der Tastatur Umschalt, also die Großschalttaste, klicken den untersten an. Jetzt sind alle dazwischen auch markiert. Dann können wir einfach anklicken und Drag and Drop machen. Das Programm erlaubt uns, entweder nach rechts einzufügen oder nach oben. In dem Fall möchte ich sie nach rechts einfügen. So. Zack, schon sind alle diese Knoten diesem Oberbegriff zugeordnet. Das gleiche mache ich hier drüben. Ersten anklicken, letzten anklicken, während ich gleichzeitig Umschalt gedrückt halte, Drag and Drop hier rüber. Jetzt habe ich hier noch Knoten übrig. Diese markiere ich, Vorsicht, nicht so, dass man reinschreiben kann, sondern nur, dass er markiert ist. Entfernen, ja. Das wiederhole ich mit den nächsten beiden. Ich lasse das Nachfragefeld aktiv, weil es doch gerne mal passiert, dass man gleich einen ganzen Knoten mit sämtlichen Unterknoten versehentlich auf Entfernen drückt. Wer sich da mehr vertraut, kann es natürlich auch hier mit Nicht-Wieder-Fragen ausschalten. So, jetzt ist es so, dass wir bei einer Mindmap im Idealfall mehrere Unterkategorien haben, wirklich eine Map, eine Landkarte erstellen. Das heißt, im Idealfall finde ich hier jetzt vielleicht noch weitere Unterteilungen. Dazu schaue ich mir jetzt hier zum Beispiel die Wörter an und eine mögliche Unterteilung wäre jetzt, dass ich sage, es gibt hier Synonyme, die sich eher darauf beziehen, dass ich etwas Sichtbares, ein Bild, einen Gegenstand zeige und es gibt welche, die sich eher darauf beziehen, dass ich etwas Abstraktes zeige, eine Idee, eine logische Verbindung oder sowas. Das heißt, ich möchte jetzt hier nochmal zwei Unterknoten einfügen, die das ausdrucken und dann nochmal sortieren. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich markiere diesen Knoten, auch nicht minimieren. So, er ist jetzt schon markiert, da ist der markiert. Ich markiere ihn und drücke auf der Tastatur auf Einfügen. Oder ich drücke einfach, wenn ich bei den Unterknoten bin, auf Enter und es entsteht ein weiterer. So, dann habe ich hier die erste Kategorie, ich zeige eben zum Beispiel ein Bild oder etwas anderes, was man direkt sehen kann. Und hier dann das Gegenstück, was abstrakt ist. Die Länge passt sich automatisch an. So, Proof wäre jetzt zum Beispiel eher dem abstrakten Bereich zuzuordnen. Ebenso Expose, Make Clear. Ein paar sind hier doppeldeutig. Was wir damit machen, zeige ich gleich. Reveal kann beides sein. Depict ist meistens eher konkret. Indicate mache ich bei den Abstrakten noch rein, die restlichen bei den Konkreten. Wichtig für alle, die Englisch machen, hier nicht Concrete reinschreiben. Concrete ist nämlich auch der Beton, deswegen ist es gerne missverständlich. So, jetzt kann ich sagen, okay, manche von denen sind vielleicht doppeldeutig. Zum Beispiel Reveal wäre sowas Klassisches, was man in beide Bedeutungen verwenden könnte. Das heißt auch markieren, nicht reinschreiben, nur markieren. Und Steuerung auf der Tastatur drücken. Diesen Knoten hier auch noch markieren. Und jetzt gehen wir auf Einfügen, grafische Verbindung erzeugen.
Jetzt kann man hier sehen, dass die zwei verbunden sind. Das heißt, das Reveal auch hier dazu kann. Okay, jetzt habe ich mich selber verwirrt. So passt's. Jetzt sind sie nur vertauscht in ihrer Reihenfolge. Das macht aber nichts. Wir haben jetzt hier also gezeigt, es gibt eine Querverbindung. Reveal kann beides sein. Ich kann übrigens diese Knoten auch minimieren, wenn ich mal eine sehr große unübersichtliche Mindmap habe, die ich wirklich am Computer zum Lernen benutzen möchte. Oder auch, wenn ich Mindmaps nutze, um eine größere Stoffmenge zu wiederholen, dann kann ich erstmal die Knoten erster und zweiter Ordnung nur sichtbar machen und alles, was kleiner ist, minimieren. Sähe dann so aus. Und anschließend, nachdem ich das ausgedruckt habe, jeweils einzelne Äste noch ausdrucken und den Rest nicht mit ausdrucken. Das sind so die kleinen Kniffe. Genau, das waren die Basics bei FreeMind. Das heißt, einfügen, um einen neuen Knoten, einen neuen Unterknoten hinzuzufügen. Drag and Drop, um Knoten anders zuzuordnen. Minimieren, maximieren. Markieren. Und einfügen, um eine grafische Verbindung zwischen zwei eigentlich anderen Kategorien zu erzeugen. Und logischerweise entfernen, um zu entfernen.